So, und was kommt jetzt als nächstes, Herr Professor Wunderlich? Das jetzt, was, Professor Wunderlich? So, für alle, die Sie nicht kennen, also alle, möchten wir jetzt mal zeigen, warum Ihre Partei keinen Bock mehr auf Sie hat. Mats ab. Ist das jetzt der Versuch, hier witzig zu sein? Nein. Oder? Das soll ich aus der Flasche trinken, oder was? Ja. Verfassungsrechtliche Bedenken hast du auch bei der Homo-Ehe. Was bist du mehr, Schwulenfeind oder Jurist? Eigentlich sind Sie ein Kollege von mir, wa? Inwiefern? In Sachen Comedy und Clownerie. Aber ist doch klar, dass du jetzt kein Prinz bist. Das ich bin ja ein Prinz. Keiner, du bist ein Prinz. Ah. Wisst ihr, was bei mir geil ist, dass ich ganz viele Anfragen kriege und absage und sage, ich habe gar keinen Bock. Mal sehen Sie. Bei Ihnen kommt. Ja. Wo sind Sie morgen? In welcher Talkshow? Also, Herr Krömer. Sie sind verbittert. Sie sind richtig verbittert. Nein. Jetzt gehen Sie zu Bild TV und geben da lange Interviews über Ihr Privatleben. Das so kriminelle Banden ziehen dich an, wa? Frau Tomalla, du, ich wollte noch mal fragen, ich bin gerade erst reingekommen. Bist du die Tochter oder die Mutter? Marxist und Multimillionär. Ist das nicht wie Ficken für die Jungfräulichkeit? Wahnsinn. Nein, jetzt reicht nur. Eine Unverschämtheit. Wir stehen ja nicht unter UNESCO-Weltkulturerbeschutz als Partei. Insofern. Nala. Du bist Polizei? Wir sind hier, machen Boulevardtheater. Mein Name ist Heidi Kabel und jetzt kommt Tratsch im Treppenhaus. Herr Lauterbach, ist das eigentlich mit Markus Lanz autorisiert? Dürfen Sie hier sein? Format ist ja auch so, dass ich mir ab und zu Leute einlade, die ich abgrundtief scheiße finde. Danke nochmal für die Einladung. Hören Sie mich überhaupt durch die Scheibe? Ja, mit der AfD. Passt doch super zu dir. Nee, das finde ich überhaupt nicht. Ich glaube, wenn man so verfolgt, die mögen was Waffen, ich im... Die mögen Waffen, finden Homo-Ehe und Burkastung. Ehrlich gesagt, ich finde das ganz lustig, was wir hier machen. Haben Sie Freunde eigentlich noch, oder? Jede Menge. Ja? Ja. Gut. Rechts ist Abu Shaka, ne? Das ist jetzt nicht die Biene Maya für Farmblinde, sondern das ist Herr Abu Shaka. Für was werden Sie mehr angefeindet? Ihre schlechten Songs oder Ihre schlechte Politik, die Sie betreiben? Das ist einfach der geilste Typ, der in Deutschland im Fernsehen rumläuft. Ja. So. Ich habe jetzt alle Sendungen gesehen, weil ich ja auch ein Fan bin. Und du hast die Leute, die hier waren, hast du auseinandergenommen. Ja, das ist ja auch einfach. Mach's einfach mal und wenn es mir zu viel wird, dann sag ich, hey, stopp, bis hierhin, aber nicht weiter. Hure. Das ist sehr beleidigend, finde ich. Das ist ja, ich finde nicht nur beleidigend, sondern das ist auch ein bisschen vernichtend. Zusammengefasst, Sie haben keine Eier. So kann man das kommentieren? Ich rauche normal gar nicht. Aber um das Gesetz auszuhebeln, fange ich auch mal an zu rauchen. Kippen. Kippen ist mein Leben. Ohne Kippen flipp ich aus.